So, meine lieben Killerchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Is It Love? Drogöchen, Popöchen. So, wieder am Start, hat ein bisschen gedauert, jetzt sieht man mich auch tatsächlich. Oh, mal gucken, wie es ausgehen wird, weil ich spiele jetzt mal vom PC wieder seit längerer Zeit und ich bin mal gespannt, ja, wie das für euch so sein wird. So. Ich will gern eins werden. Ich will gern eins werden mit ihm. Aber noch habe ich nicht genug Vertrauen zu ihm. Naja, wir haben schon Millionen gemacht, genau. Und die hatten wir, glaube ich, abgelehnt, diese geheimnisvolle Szene, weil wir dafür nämlich Geld bezahlen müssen. Wir haben schon eine geheimnisvolle Szene gespielt und wir durften, also die Secret-Szene, geheimnisvoll. Wir dürfen die gar nicht zeigen. Deswegen tut uns leid, aber gibt's nicht. So. Mit einer kalkulierten Langsamkeit legt er seine Lippen zärtlich auf meine und tastet sie mit einem ungeahnten Elan ab. Drogo. Er nimmt sich alle Zeit der Welt, um von mir zu kosten. Ich spüre, wie seine Zunge meine Lippen streichelt und auf ihnen eine Feuerspur legt. Ich bin elektrisiert. Wie soll ich dem nur widerstehen? Sind wir einfach mal elektrisiert, aber. Ich bin von seiner Berührung mitgerissen und habe sofort Lust auf mehr. Als er meine Hände loslässt, packe ich seinen Nacken und drücke mich an ihn. Ich bearbeite seine Lippen nun ebenfalls und nehme seinen Geschmack mit meiner Zunge auf. Da ist so viel Saft. So. Oh, und da sind wir wieder. Ich rücke kurz einen Moment lang zurück, um durchzuatmen, und öffne dann die Augen, weil ich noch immer von diesem unglaublichen Kuss verwirrt bin. Ich sehe in seinen glühenden Augen und bin völlig hin und weg von dem, was gerade passiert ist. Ich weiß nicht einmal mehr, wo ich gerade bin. Ich bin durcheinander. Was sind wir denn jetzt? Ist der mir gerade volle L abgeschmiert? Oh mein Gott, warum schmiert das einfach so ab, frage ich mich. So, warum? Er antwortet nicht und grinst mich stattdessen nur geheimnisvoll an. Ist auch das nur ein Spiel? Oder geht das diesmal viel tiefer? Drogo! Aber er lässt mich nicht weiterreden. Er wirft sich auf meinen Mund, nimmt mein Gesicht in beiden Händen und fährt mit seinen Fingern durch meine Haare. Ich mag es, wie er mich küsst, mich erschüttert, mit mir spielt, damit ich irgendeine Reaktion zeige. Ich sterbe vor Lust, noch weiter zu gehen. Okay. Ich habe den Eindruck, bisher nur ein getrübtes Leben gelebt zu haben. Nun bin ich an einem Punkt, in ein großes Nichts zu fallen. Ich umarme seine Taille und beiße zärtlich in seine Lippen, bevor ich mich meine Zunge auf einen verspielten Spaziergang gebe. Leute, wie beschreibt ihr das? Das ist ja der Hammer, Alter. Ich hab bin schon bald total lustvoll. Drogo, oh, ja. Seine Umklammerung mag nicht viel länger als ein paar Augenblicke gedauert haben, aber mir kam es vor wie eine halbe Ewigkeit, eine wunderschöne Ewigkeit. Die Zeit schien stillzustehen und unsere Körper waren wie einander gekettet. Ich würde dieses Gefühl gern noch länger genießen. Warum nicht, denkt sich Drogo. Drogo geht einen Schritt von mir zurück und sieht mich mit einem unlesbaren Blick an. Seine Augen fahren auf meine Lippen, über die ich daraufhin mit meiner Zunge fahre. Für jemanden, der mich küssen wollte, bist du ziemlich energisch. Ich schubse ihn heftig von mir weg, worauf er lachen muss. Ich versuche aus dem Zimmer zu fliehen, vergeblich. Ich werfe mich genervt wie eine Verrückte gegen die Tür und vergesse dabei ganz, dass sie hier abgeschlossen ist. Ich drehe mich um und sehe ihn missbilligend an. Öffne sofort die Tür! Er antwortet nicht und lehnte sich stattdessen gegen seinen Schreibtisch. Er beobachtet mich mit verschränkten Armen. Na, das sieht nicht sehr verschränkt aus. Ich verliere Geduld. Lustig machen. Komm, machen wir uns wieder lustig. An deiner Stelle würde ich die Tür sofort öffnen. Ich möchte nicht meine Kräfte an dir anwenden müssen. Er schüttelt amüsiert den Kopf. Ja, es braucht schon etwas mehr, um mich zu beeindrucken. Du wirst das noch bereuen. Im Gegenteil, ich wäre ziemlich neugierig, deine Kräfte zu erleben. Kleines Ding. Ja. Ich flitsche die Zähne und bin wütend, weil ich nicht mehr Selbstsicherheit ausstrahle.
Er dagegen hat keinerlei Probleme, Herr der Lage zu bleiben und seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. So, wir haben nicht genügend Energiepunkte, dann werden wir gleich mal Karten legen müssen, ne? Ja. So, da sind wir wieder, ihr lieben Kinderchen, nach langen Kartenspielen. Also ging es mir schnell. Also bei mir geht es letzter ziemlich schnell. Man darf nicht mehr den Rhythmus nehmen, den man vorhatte. Man muss jetzt hier komplett einen anderen Rhythmus nehmen. Dann geht das ziemlich flott hier alles. So, er kommt langsam näher, als würde er diesen Moment genießen. Als wäre ich ihm vollkommen ausgeliefert. Ich verschränke die Arme. Ich bin ja schnippisch. Ich halte meine Arme vor meiner Brust als Schutz. Drogo, stopp! Ich wollte doch nur deinen Wunsch nachkommen. Du kommst ja niemals raus, wenn ich die Tür nicht öffne. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Ich kneife wütend die Augen zusammen. Ich vertraue dir nicht. Das könnte problematisch werden, wenn wir jedes Mal, wenn wir uns begegnen, über uns herfallen, du aber kein Vertrauen hast. Das, was hier gerade passiert ist, wird nie wieder passieren, als ob. Zwei Sekunden später. Meine gespielte Sicherheit ist nichts als Fassade. Stück für Stück kommt er näher und ich bekomme Angst. Wieso bekommen wir Angst vor ihm? Mein Herz rast. Ich stehe wieder direkt vor mir und seine Augen funkeln gefährlich rot. Sein Mund nähert sich auf eine gefährliche Art mein Hals. Also jene Stelle, wo mein Pulsschlag besonders hervorsticht. Die Sache ist die, ich finde es albern. Ich finde unser Verhalten, unser Sahnetrüffelchen-Verhalten Drogo gegenüber super albern und einfach dürrenhaft und Teenager-mäßig und einfach unreif. Ja, das sehe ich so. Man muss doch aber dazu stehen, man muss doch nicht so einen Zickenkrieg da irgendwie anstellen. Also ich finde das nicht gut. Ja, also das ist ja, wie ich schon sagte, sehr, sehr unreif und kein Wunder, dass Drogo da so ein bisschen mit uns spielen möchte und er sich da einen Spaß draus macht. Vielleicht will er uns ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber wir wollen ihn ja auch. Warum geben wir es denn nicht einfach zu? Jetzt machen wir zweimal mit ihm rum. Wir wollen es und tun es aber nicht. Oder beziehungsweise verschränken uns dagegen. Ach, das ist Teenager-mäßig halt, ne? So, ihr lieben Kinderchen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Ich werde versuchen, das immer so am PC zu machen. Ich hoffe, es gefällt euch besonders gut. Also bis nächstes Mal.